Inzwischen ist auch Eisner von Löwenthal getroffen, aber Ede jetzt sprechen wird nochmal mehrere Ansagen. Ich habe leider heute sehr viel, ich versuche es kurz zu machen. Erstens, die letzte und zehnte Laufdemo findet statt am 12.07. 14.30 Uhr. Auftakt ist am Kernerplatz. Weiter geht's zum Gewerkschaftshaus und dann zur Industrie- und Handelskammer. Sicher sprechen wird Frank Schweitzer zum Kernerviertel und bei der Industrie- und Handelskammer und zur Gewerkschaft wird es ebenfalls einen Kommentar geben. Das ist die letzte Demo des Laufdemo-Teams, das heißt aber nicht, dass es nie mehr Laufdemos geben wird, aber das jetzige Team ist einfach total überarbeitet und wird dann selber bei der Laufdemo noch dazu was sagen. Dann ein ganz wichtiger Termin. Am 17.07. findet das Mahnwachenfest auf dem Festplatz Berg statt. 4 Jahre Mahnwache, 24 Stunden täglich, 7 Tage Woche, 48 Monate, zigtausende von Stunden. Unsere unermüdlichen ehrenamtlichen Mannwächterinnen und Mannwächter sind dort im Einsatz. Und damit Sie nicht auch noch Ihr Fest selber abarbeiten müssen, möchte ich in Ihrem Namen darum bitten und dazu aufrufen, dass bitte Helferinnen und Helfer sich bereit finden, für die Kuchenausgabe und für den Getränkeausschank sich einzutragen. An der Mahnwache liegen Listen aus. Bitte eintragen, um auf diese Art und Weise die Mahnwächterinnen und Mahnwächter zu unterstützen. Dann möchte ich nochmal daran erinnern, dass wir unsere Montagsdemos nur finanzieren können, eventuell in einiger Zeit auch mit etwas geänderter Technik, das wissen wir noch nicht, wenn die Spenden das nach wie vor erlauben. Leider ist das Spendenaufkommen etwas zurückgegangen und deswegen freuen sich alle, die das Geld einsammeln, wenn es raschelt und nicht nur klappert. Und jetzt, ehe ich mit dem nächsten Termin weitermache, bitte Eisenhard von Löber, er berichtet vom geplanten Untersuchungsausschuss zur Stuttgart 21 aus Berlin. Bitte Eisenhard.